Die letzten Programme waren wahnsinnig romantisch, aber nicht besonders interaktiv. Das wollen wir jetzt ändern. Wir wollen jetzt was programmieren, was tatsächlich schon ein bisschen Spiel ist mit Interaktivität. Ich zeige es Ihnen. Der Lebkuchenmann, der Süße, muss die ganzen Geschenke einsammeln mit Sound. Game over. Schade. Das programmieren wir jetzt. Are you ready? Ich habe Ihnen ein Szenario gegeben, das habe ich bei mir schon in meine Greenfoot-Szenarien kopiert und vorher natürlich entpackt. Das kann ich mit Greenfoot öffnen, entweder in Greenfoot über Szenario öffnen oder hier über Doppelklick auf Project Greenfoot. Hier ist dieses Szenario. Schauen wir uns mal kurz an, was da los ist. Die Weltklasse heißt Geschenkewelt, macht nichts, außer eine Größe von 900 mal 600 Pixeln festzulegen. Diese Schrägstrich Stern, Stern, Schrägstrich Angelegenheiten, es sind Kommentare, die helfen uns beim Verstehen der Klasse. Brauchen wir nicht immer, zumal es hier immer die gleichen sind. Können wir löschen? Mache ich mal, dass es nicht so aufgepumpt ist. So, was gibt es dann noch? Dann gibt es hier eine Klasse Gebiss. Das ist das Gebiss, das den armen kleinen Lebkuchenmann fangen und fressen will. Dann haben wir eine Klasse Geschenk. Die ist auch vollgemüllt mit Kommentaren. Das ist ja grundsätzlich sinnvoll, wenn der Autor drin steht und die Version. Ich schmeiß das mal hier raus. Habe ich vergessen, als ich das gemacht habe. So, hier dieser Kommentar ist ja ganz nützlich. Ergänzen Sie hier. Wir wissen das schon. Dann gibt es verschiedene Untergeschenke, sage ich mal, mit verschiedenen Farben und so weiter. Das kennen Sie schon, diese Struktur, dass wir so eine Überklasse haben. Schmuck war es beim Weihnachtsbaum und dann die Kugeln und der Lebkuchenstern hier ist ganz ähnlich. Und wir haben den süßen kleinen Lebkuchenmann, der auch total vollgemüllt ist mit Kommentaren. Ich lösche das mal, damit wir nachher mehr Platz haben zu programmieren. Jetzt wollen wir erstmal den Lebkuchenmann, das Gebiss und die Geschenke auf der Welt verteilen. Wir haben das letztes Mal ja gelernt, wie wir mit This Add Object in der Weltklasse diese Objekte verteilen können. Das wäre jetzt bei 20 Geschenken ganz schön aufwendig. Ich zeige Ihnen, wie es viel easier geht. Zuerst holen wir uns mal ein Geschenk, zum Beispiel das gemusterte Geschenk. Shift, habe ich Ihnen schon mal gezeigt. Wir verteilen ein paar hier. Dann holen wir uns noch ein paar rote, auch mit Shift, Klick, Klick, Klick. Ein paar weiße, weil die auch so schön sind und so überraschend. Dann brauchen wir den Lebkuchenmann. Wo soll der anfangen? Vielleicht hier. Und das Gebiss hier. Sie wissen, wenn ich jetzt Reset drücke oder irgendwas programmiere, ist alles wieder weg. Über Werkzeuge die Welt speichern, merkt er sich das alles. Wir schauen gleich an, wie das funktioniert. Hinweis, das funktioniert manchmal nicht so geil. Manchmal, wenn Objekte groß sind und an den Rand anstoßen oder so, sitzen die nicht genau. Aber ich erkläre es Ihnen. Er hat mir gleich die Geschenkewelt geöffnet. Sie sehen, was er gemacht hat. Er hat eine Methode, was Methoden sind und wie die funktionieren, lernen wir erst noch. Eine Methode prepare, also vorbereiten, erzeugt. Hier hat er einen Kommentar dazu geschrieben, bereite die Welt für den Programmstart vor. Das heißt, erzeuge die Anfangsobjekte, füge sie der Welt hinzu. Das ist doch mal ein klarer Kommentar. Wir gucken mal an, was er da macht. Er macht aus der Klasse Geschenkmuster ein Objekt. Das Objekt heißt auch Geschenkmuster. Und er fügt dieses Objekt der Welt hinzu, indem er sagt, nimm das Objekt Geschenkmuster und füge es auf die Position 166,121 dazu. Das macht er 5, 6 Mal mit dem Mustergeschenk, dann macht er es mit dem Geschenkroten. Sie sehen, er benennt die Objekte dann mit einer durchgehenden Nummerierung, Rot 4 und so weiter. Dann holt er den Lebkuchenmann und das Gebiss. Zwei Hinweise. Das erste ist, ich habe ja gesagt, Sie sollen immer this.addObject schreiben.
Klar, es geht auch ohne und die Leute, die Greenfood gemacht haben, das sind ja keine dummen Leute. Es ist eine Frage des Stils. Ich persönlich weiß, ihr Leben wird später einfacher, wenn sie this immer schreiben, wenn this gemeint ist. Ich will jetzt nicht so weit gehen und sagen, hey, ihr müsst jetzt da vor jedes Ad-Object this schreiben, wobei das natürlich ginge, es würde mich glücklich machen, aber muss jetzt wirklich nicht sein. Wir verlassen uns mal drauf, das funktioniert. Zweiter Hinweis, es ist oft verwirrend, wenn wir das Objekt gleich benennen wie die Klasse. Also Geschenkmuster könnte Sie verwirren, dass Sie sagen, was ist denn jetzt die Klasse und was ist das Objekt? Klar. Die Klasse ist das Erste, denn es ist groß geschrieben. Wir wollen ja Klassen immer groß schreiben mit einem Großbuchstaben und das Objekt ist das Zweite. Hier könnte natürlich auch stehen G1 zum Beispiel. Es soll nicht so sein. Immerhin ist unsere Welt super fix gespeichert. Den Lebkuchenmann hätten wir gern genau in der Mitte. Schauen wir uns nochmal an, was die Geschenkewelt hier mit dem Kollegen macht. Sie erzeugt ein neues Objekt, Lebkuchenmann. Ich benenne es mal um. Ich nenne es mal Freddy. So heißt der Lebkuchenmann, also mein Objekt von Lebkuchenmann. Und ersetzt ihn auf die Position 100,364. Ich hätte ihn aber gern genau in der Mitte der Welt. Meine erste Möglichkeit könnte sein, dass ich schaue, wie groß ist denn die Welt? Die ist 900 mal 600, also ist die Mitte. Da. Sie sehen, nach jedem Reset alle Geschenke da, das Gebiss da und der Lebkuchenmann sitzt genau in der Mitte. Ich könnte ihn rechte Maustaste inspizieren und dann sehe ich bei 450,300. Was ist aber, wenn ich jetzt die Welt in ihrer Größe verändere. Also angenommen, ich sage, das ist mir ein bisschen zu breit. Ich setze mal auf, die soll nur 700 breit sein. Dann sitzt er nicht mehr in der Mitte. Dann müsste ich anfangen und hier die Zahl ändern. Das ist natürlich wahnsinnig böse. Wir wollen unabhängig davon sein, wenn sich andere Dinge ändern. Also sagen wir, hey Freddy, altes Haus, wir setzen dich grundsätzlich in die Mitte der Welt. Das geht so. Wir sagen, das ist die Welt. Steuerung Leertaste. Ich tippe mal get und hier sehe ich get width. Mit get width kriege ich ein Int, also eine Ganzzahl, und der sagt mir, hey, diese Methode gibt mir die Breite der Welt zurück. Da wir unsere Zellen immer 1 groß machen, ist Number of Cells, Anzahl der Zellen, gleich mit Anzahl der Pixel. This get width nimmt also den Wert an, wie breit die Welt ist, in unserem Fall 900. Entsprechend machen wir das gleiche mit this get height. Height gibt uns die Höhe zurück. Denken Sie mal kurz nach, was passiert, wenn ich das jetzt laufen lasse. Wo sitzt Freddy, der Lebkuchenmann? Sie haben es bestimmt geahnt, getWidth gibt uns zurück 900. Die Welt ist 900 breit und getHeighth gibt uns zurück 600, denn die Welt ist 600 hoch. Also wird Freddy auf der Position 900,600 sitzen, ganz rechts unten. Wir überprüfen es. Aha, da ist Freddy. Ganz rechts unten, die Mitte seines Körpers, die Mitte des Bildes, ist die relevante Position für die Positionierung. Das ist natürlich ein bisschen blöd, wir wollten ja, dass er in der Mitte sitzt. Warum sagen wir nicht, nimm die Breite und davon die Hälfte durch 2. Und hier genau das Gleiche. Wunderbar, wenn ich jetzt die Welt in ihrer Größe verändere, zum Beispiel sage ich, die soll
nur 400, 500 Pixel breit sein und 300 Pixel hoch, sitzt Freddy immer noch in der Mitte. Selbst wenn ich sage, sie soll doch vielleicht ein bisschen breiter sein, Freddy sitzt in der Mitte. Freddy Und sitzt in der wenn ich sage, die Mitte. soll ganz schön 700 mal 600. Immer sitzt Freddy in der Mitte, weil ich das so schlau gemacht habe. Klar, mit den Geschenken und dem Gebiss klappt es jetzt nicht mehr so gut, aber das soll im Moment nicht unser Problem sein. Bevor wir jetzt anfangen, Freddy zu steuern, soll das Gebiss durch die Gegend rasen. Wie wir etwas fahren lassen, wissen wir schon. Wir sagen, this, das ist das Gebiss, das Objekt der Klasse Gebiss, um das es geht, und der kann move. Na, er moved mal mit 4. Das ist ganz wunderbar, wenn wir das Spiel laufen lassen. Moved er und er moved und er moved und er moved und er moved, aber es wäre natürlich schön, wenn er irgendwie vom Rand wieder wegkäme. Deshalb sagen wir, if, wenn du am Rand bist, ich mache eine Klammer auf und eine Klammer zu, mache eine geschweifte Klammer auf und eine geschweifte Klammer zu. Das macht er automatisch, kann man bei den Einstellungen begehen. Hier haben Sie jetzt erstmal ein bisschen Klammerstress, kriegen Sie aber schnell hin. Wenn irgendwas und es irgendwas ein Ausdruck, der wahr oder falsch ist, steht hier drin, haben Sie wahrscheinlich schon mal gesehen, dann mache das, was zwischen diesen zwei geschweiften Klammern steht. Wir gucken mal, was this kann. Ich drücke die Taste I. Is at edge. Wenn das Gebiss am Rand der Welt angekommen ist, dann soll das hier passieren. Beachten Sie, dass wir hier jetzt einen ziemlichen Klammeralarm haben. Natürlich haben wir This is at Edge. Das ist eine Methode, die auch zwei Klammern hat. Da ich es mit Steuerung Leertaste gemacht habe, gibt es kein Problem, dass ich die Klammern vergesse. Wenn Sie es tippen, werden Sie am Anfang erstmal wie bekloppt die Klammern vergessen. Sie sagen is at edge. So, und dann kriegt der Mega den hundertfachen Vogel und er sagt Ihnen Dinge. Klar, er hat hier Stress mit Klammern irgendwie. Wow. Selbst wenn Sie es schaffen, jetzt die Klammern hinzumachen, heult er wieder. Er sagt, ich kenne diese Methode nicht. Sie denken, wieso kennt er denn diese Methode nicht? Denn das E muss groß geschrieben werden. Also es ist für Sie viel easier. Sie gehen entweder runter mit der Pfeiltaste oder mit der Maus. Ich tippe immer die ersten ein, zwei Buchstaben, drücke dann die Eingabetaste. Und Sie sehen, dass er mir hier die Klammern gleich mit anbietet, die Methodenklammern. Wenn er am Rand ist, was soll dann passieren? Können Sie schon selbst. Er soll sich drehen. Um 180 Grad. Strichpunkt nicht vergessen. Beachten Sie übrigens, habe ich vergessen zu erwähnen, hier kommt kein Strichpunkt hin. Beachten Sie übrigens, habe ich vergessen zu erwähnen, hier kommt kein Strichpunkt hin. Beachten Sie übrigens, habe ich vergessen zu erwähnen, hier kommt kein Strichpunkt hin. Wow, Sie machen mich völlig fertig. Strichpunkte sagen, hey, das war ein Befehl und der ist jetzt fertig, aber diese Überprüfung, die fängt ja hier erst an, kein Strichpunkt. Wir lassen es mal laufen. Es ist wahnsinnig. Klar, er fährt jetzt auf dem Kopf zurück, aber wir wollen jetzt nicht zu kleinlich sein. Das ist jetzt erstmal noch ganz super. Es ist halt ein bisschen langweilig und vor allem der Lebkuchenmann kann in Ruhe alle Geschenke da unten einsammeln. Wir hätten eigentlich viel lieber, dass er sich um eine zufällige Zahl dreht. Ich weiß zufällig, dass Greenfoot, das Paket Greenfoot, kennt eine Methode, die heißt Get Random Number. Der holt mir eine zufällige Zahl zwischen 0 und, hier nennt er es Limit. 0 ist inklusiv, das heißt, die 0 wird ebenfalls ausgewürfelt, das Limit wird nicht ausgewürfelt. Also wenn ich jetzt hier reinschreibe 360, dann würfelt er eine Zahl, die kann 0 sein, maximal 359, aber nicht 360. Ist super. Wir könnten auch sagen 361 oder wir könnten sagen 360 plus 1. Da werden wir uns später noch mit befassen müssen.
Ist uns völlig wurscht. Ich schreibe mal hier 360 rein. Soll er sich halt irgendwie zufällig drehen? 360, denn 360 Grad. Sie kapieren schon. Probieren wir es aus. Cool. Jetzt wollen wir als nächstes endlich mal den Lebkuchenmann steuern, dass der abhauen kann und die Geschenke fressen. Das funktioniert im Wesentlichen genauso wie die Überprüfung beim Gebiss, ob wir am Rand sind. If. Normal tippt man jetzt weiter. Für Sie am Anfang würde ich empfehlen, Sie machen die Klammer zu. Geschweifte Klammer auf. Und Eingabe macht er das automatisch zu. Nur nochmal, ich glaube, ich habe es in einem früheren Video gezeigt. Hier gibt es ein Häkchen, automatisch geschweifte Klammern zumachen. Das ist äußerst praktisch. So, was will ich überprüfen? Ich will überprüfen, ob eine Taste gedrückt ist. Ich könnte natürlich hier, wenn ich es nicht wüsste, in dieser Dokumentation schauen. Package. Und wir sehen, Greenfoot ist dazu da, Methoden, um die Simulation zu kontrollieren. Das klingt doch gut. Gucken wir mal da, was er alles kann. Und wir sehen, er hat eine Methode isKeyDown. Überprüft, ob eine Taste gedrückt ist oder nicht und bekommt ein String, also in Anführungszeichen, einen Tastennamen. Übrigens sehen wir, da gibt es auch Methoden, um die Maus zu überprüfen. Naja, also wenn Greenfoot Punkt Steuerung Leertaste und da ist sie auch schon, is key down. Welche Taste überprüfen wir? Sagen wir mal linke, rechte Pfeiltaste, left. Dann soll er sich nach links drehen. Minus 3 Grad. Entsprechend. Sie sehen, jetzt tippe ich direkt weiter. Aber dann riskieren Sie, dass Ihnen Folgendes passiert. Plötzlich ist alles rot. Sie gehen drüber. Zum Glück ist seine Fehlermeldung gut. Klammer expected, Klammer erwartet. Schauen wir an, was passiert. Es ist ganz süß, aber er fährt nicht. Also lassen wir ihn vielleicht immer noch automatisch fahren. Er fährt und jetzt können wir ihn mit den Pfeiltasten steuern. Sie fragen sich, warum können wir ihn nicht rechts, links, oben, unten ganz normal steuern. Das werden Sie noch erfahren. Das ist ein Tick komplizierter. Niemand wird dran sterben. Wir machen es erstmal so. Das ist doch auch super. Jetzt ist das Spiel leider noch ein bisschen langweilig, denn wir wollen ja die Geschenke einsammeln und wenn wir mit dem Gebiss zusammenstoßen, irgendwelchen Ärger ausdrücken. Also fragen wir wieder if. Wenn this, dieses Objekt der Klasse Lebkuchenmann, is touching, nicht is at edge, sondern is touching, eine Klasse. Der kriegt hier als Parameter in die Klammer eine Klasse. Die schreiben wir mit einem Punkt Class. Gebiss.class. Wenn ich der Lebkuchenmann, also this, dieser Lebkuchenmann, das Gebiss, ein Objekt der Klasse Gebiss berühre, was soll dann passieren? Dann wollen wir sagen, Game Over. Schreiben wir mal Game Over hin, ist ein Kommentar. Und jetzt wollen wir das gleiche noch machen mit dem Geschenk. Geschenk entfernen, muss dann von der Welt weg sein natürlich. Und ja, Punkte zählen können wir noch nicht. Ach, machen wir dann einfach vielleicht in der nächsten Folge. Wie können wir das Geschenk entfernen? Auch hier eine einfache this-Methode. This, der Lebkuchenmann, remove touching.
Wenn Sie jetzt nervös werden und sagen, hey, das sind ja 1 Million Methoden, die man sich merken muss, da haben Sie natürlich recht, das ist ganz schrecklich, aber es ist sehr einfach auch. Denn erstens haben die Methoden sprechende Namen. If this is touching, das ist eigentlich echt klar, was passiert. Zweitens können Sie sich nicht vertippen, wenn Sie mit Steuerung Leertaste arbeiten. Und drittens sind es dann doch nicht so arg viele. Viertens können Sie mit Steuerung Leertaste immer rumsuchen. Also wenn Sie jetzt irgendwie denken, hey, da war doch was mit da muss was weg irgendwie, und dann gucken Sie sich durch mit der Pfeiltaste, nee, Get Rotation ist nicht, Set Edges auch nicht, ah da, Remove Touching, zack. Und dann kommt noch das Geschenkpunktglas rein. Und Sie vergessen natürlich auch niemals den Strichpunkt, haben Sie sich schon angewöhnt, super. So, wenn er das Gebiss berührt, dann soll das Spiel vorbei sein. Wir sagen einfach Greenfoot.stop. Damit ist das Spiel vorbei. Wir probieren es mal aus. Die Geschenke verschwinden ganz wunderbar. Wenn ich das Gebiss berühre, hört er einfach auf zu laufen. Mehr können wir im Moment noch nicht. Doch, wir könnten natürlich einen Text ausgeben. Warum nicht? Wir sagen this und wir probieren ShowText, aber es geht nicht. Er kennt ShowText nicht, denn ShowText ist eine World-Methode. Wir müssen uns also zuerst die Welt holen. Auf welcher Welt sitzt der Lebkuchenmann? Get World. Gibt uns die Welt, wo der Actor lebt. Wie süß. Punkt. Und jetzt haben wir alle Weltmethoden zur Verfügung. Show Text. Game over. Wo soll das sitzen? Genau in der Mitte der Welt. Natürlich. This Punkt. Welt holen. Strichpunkt nicht vergessen. Was passiert, wenn ich das laufen lasse? Ist nicht gut von mir. Richtig, sitzt wie vorhin der Lebkuchenmann ganz rechts unten. Also müssen wir das noch durch 2 teilen. Durch 2, dass das hier nicht hinpasst, ist ein bisschen ärgerlich. Ich habe die Schrift auch ziemlich groß eingestellt, damit Sie das besser sehen können. Er soll das hier machen und wir könnten eigentlich gucken, ob er hier irgendwelche Sounds hat, die wir benutzen können. Ich gehe in meinen Greenfoot-Projektordner. Oh, und da sehe ich, da gibt es einige Sounds. Zum Beispiel ein Sound, der heißt GameOver.wav. Ich kopiere mir das direkt. Ich gehe in den Umbenennen-Modus, markiere alles, kopieren. Und jetzt lege ich mir, wie wir es schon kennen, ein neues Greenfoot Sound Objekt an. Ich nenne das Sound Game Over. Es könnte auch S heißen oder G oder irgendwie. Hauptsache, wenn es ein Objekt ist, es beginnt mit einem Kleinbuchstaben, mit sonst nichts anderem. Und der bekommt einen Dateinamen. Strichpunkt. Den spiele ich ab. Sound Game Over. Play. Strichpunkt nicht vergessen. Und wir gucken, ob es funktioniert. Cool. Da es noch andere Sounds gibt, Collect. Das bezieht sich wahrscheinlich auf die Geschenke, wenn wir ein Geschenk einsammeln, machen wir genau das gleiche. Aus purer Faulheit könnten wir uns das kopieren. Steuerung C habe ich gemacht. Ob Sie zuerst das Geschenk entfernen oder zuerst den Sound spielen, ist völlig Schnuppe. Den Namen der Datei und benenne das natürlich um. Sound Geschenk gesammelt. Mit Steuerung Shift-I korrigiere ich meinen Code
Und letztlich haben wir ja gesehen, es gibt sogar noch eine Hintergrundmusik. Warum nehmen wir nicht die? Kopieren wir den Namen? Wo machen wir das am geschicktesten? Wahrscheinlich in der Geschenkewelt. Hier wäre vielleicht ein guter Platz, ne? Der Konstruktor, also was aufgerufen wird in dem Moment, wo die Welt gebaut wird. Klar haben wir jetzt gleich wieder den Ärger, dass sobald wir das Szenario überhaupt nur laden, fängt er an, seinen Sound zu spielen. Ich will sie nicht überfordern. Strichpunkt nicht vergessen. Wir könnten auch Play Loop machen, wenn es eine kurze Loop ist. Alles klar. Ich habe jetzt mal den Sound abgestellt hier, weil meine Ohren so... Natürlich könnten Sie sagen, das Spiel ist aber irgendwie, das ist doch total easy, die Geschenke zu einzusammeln. Klar, niemand hält Sie davon ab, dass Sie sagen, dann mache ich einfach den Lebkuchenmann ein bisschen langsamer. Indem ich sage, hier, der moved nicht 4, sondern 2. Oder Sie könnten auch sagen, ich mache einfach das Gebiss mal ein bisschen schneller. Sie könnten sagen, meine Güte, das ist ja immer noch viel zu leicht, egal wie schnell das Gebiss ist. Niemand hält Sie davon ab, ein zweites Gebiss auf die Welt zu setzen. Das würde ich jetzt, wenn Sie jetzt hier an der Welt manipulieren und wieder Welt speichern machen, wie wir es am Anfang gemacht haben, dann kann das zu Ärger führen. Das würde ich jetzt direkt hier machen. Warum kopieren Sie sich nicht das? Wir legen ein neues Objekt der Klasse Gebiss an. Es darf natürlich nicht Gebiss heißen, sondern wir nennen es Gap2. Packen das auf irgendeine Stelle in der Welt. Das hier ist rechts oben irgendwo. Warum packen wir es nicht links unten hin? 50 und 600. Und dann lassen Sie das Spiel laufen und der Lebkuchenmann guckt ganz schön blöd. Übrigens noch der Hinweis, natürlich könnten Sie auch sagen, ich will es relativ weit unten haben. Warum sagen Sie nicht this get hate? Wir sind ja in der Welt, also wir müssen nicht machen, nicht erst die Welt mit get world holen. Get hate ist ganz unten. Minus 80 von mir aus, dann ist das erste Gebiss 80 Pixel vom unteren Rand entfernt. Wenn Ihnen das zu viel ist, sagen Sie minus 50 und jetzt ist da unten. Und falls Sie die Welt in der Höhe verändern, sondern die sagen, die ist jetzt nur noch 400, dann sitzt das Gebiss trotzdem immer am unteren Rand. Das ist total genial. Gut, dann tunen Sie das Lebkuchenmann-Spiel so, dass es wahnsinnig spannend wird. Viel Spaß mit der Musik und die Lautstärke können Sie auch runterdrehen mit Set Volume oder so. In der nächsten Folge wird es noch interaktiver. Bis dahin, ciao.